Ralf, du bist bekannt für hervorragende Fahrwerke. Wir stehen jetzt hier vor einem Defender mit einem Fahrwerk, ganz klar. Kannst du uns mal kurz erklären, wie sich die Aufgabe zwischen Feder und Stoßdämpfer verteilt? Also hier haben wir zum Beispiel jetzt ein normales Standardfahrwerk in der Höherlegung, so Mittelklasse-Niveau, sage ich mal. Das besteht aus einer Feder und einem Stoßdämpfer. Die Feder ist dazu da, dass es die Fahrzeughöhe im Wesentlichen bestimmt und die Zuladung bestimmt. Die Stöße macht die Feder nicht weg. Ja. Das ist der große Fehler, was viele Leute denken. Die eigentliche Arbeit obliegt nämlich eigentlich dem Stoßdämpfer. Und das können leider eigentlich fast nur hochwertige Stoßdämpfer diese Arbeit übernehmen, weil diese Feder, sagen wir mal hier, das ist jetzt eine 40 Kilo Feder geschätzt, ungefähr um die Zahlen gerade zu halten. Das heißt, diese Feder setzt sich bei 400 Kilo 10 Zentimeter. Mhm. Da wir dasselbe auf der anderen Seite haben, sind bei 400 Kilo, setzt es sich also nur die Hälfte davon. Also 5 Zentimeter geht es in die Knie. Nehme ich jetzt zum Beispiel eine 50 Kilo Feder, hätte ich halt 100 Kilo mehr, was das Ding ab könnte bei der gleichen Sache. Nur wenn ich dynamisch in irgendetwas reinfahre, dann sind diese 100 Kilo überhaupt komplett zu vernachlässigen. Das heißt also, diese dynamische Kraft, die entsteht, das muss der Stoßdämpfer machen. Mhm. Und das können halt eigentlich nur wirklich hochwertige Produkte, um das wirklich dann abzubauen, insbesondere das auch noch unter Komfort hinzukriegen. Weil einen Stoßdämpfer kann ich so hart machen, wenn ich ihn primitiv mache, dass er sich hart anfühlt und den Schlag auch abbaut. Nur dann sitze ich halt da im Auto und es schlägt halt die ganze Zeit. Und da sind wir dann halt bei meinem Hauptthema, eigentlich der Stoßdämpfer. Wie kriege ich einen Stoßdämpfer hin, dass er weich ist, wenn ich Komfort haben will, und hart wird, wenn es einen Notfall gibt, ich habe ein Schlagloch übersehen oder im Wettbewerb will permanent absichtlich springen, aber normalerweise ist es halt auf der Fernreise, ich habe das Schlagloch übersehen oder ein Ast oder irgendwas, was auf der Straße liegt. Das kriegt wirklich nur ein guter Stoßdämpfer abgebaut, um dabei komfortabel zu bleiben. Auch ein guter Stoßdämpfer hat halt natürlich auch den Vorteil, ein guter Stoßdämpfer, da er die Schwingungen wegnimmt aus der Sache, bremst auch besser. Ja. Ich kriege mit einem, je besser der Stoßdämpfer ist, desto besser wird mein Bremsweg. Das heißt, mein ABS springt später an, weil es noch so lange Traktion hat, und dadurch kann ich den Bremsweg enorm verkürzen. Und ja, jetzt sind Stoßdämpfer natürlich preislich so eine Sache. Ich meine, in England kriege ich Stoßdämpfer ungefähr für 25 Euro. Bei mir fangen Stoßdämpfer ungefähr bei 400 Euro an. Und in der günstigsten Variante. Ja, ist eine große Preisspanne drin, aber merkt man halt. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, er möchte etwas an seinem Fahrwerk tun, das ist ja gang und gäbe, dass an Geländewagen die Fahrwerke verändert werden, höher, andere Federn, andere Stoßdämpfer. Was wären denn so die Fragen, die du deinem Kunden stellen würdest, um dahinter zu kommen, welches Fahrwerk er braucht und wie gehst du dann vor? Also erst einmal brauche ich halt das Einsatzgebiet. Ist der Kunde wirklich nur auf der Straße unterwegs und will ein komfortables, sportliches Fahrwerk haben zum Beispiel, oder ist er halt stark im Gelände unterwegs, will halt eigentlich mehr Trail-Veranstaltungen machen, sage ich mal im Extremfall, dann sind es natürlich unterschiedliche Sachen. Und die meisten Leute sind halt auf Fernreise unterwegs mit ihren Autos, haben die zwar im Alltag, aber halt auch für die Fernreise und brauchen natürlich wieder mal eine Universalsache, was wieder sehr schwierig ist herzustellen. Also das heißt, das Universalfahrwerk gibt es nicht, es ist schon, oder es hat schon einen Schwerpunkt in einem Einsatzgebiet? Genau, also der Schwerpunkt liegt im Einsatzgebiet. Also ich kann natürlich wiederum über bessere Stoßdämpfer, kann ich dieses Einsatzgebiet sehr stark strecken. Aber auch da kriege ich niemals für alle Einsatzgebiete das Perfekte hin. Das heißt, das Erste, was du fragen würdest, ist, wofür möchtest du dein Auto einsetzen? Genau. Wofür soll das Auto eingesetzt werden? Und dann muss ich halt wissen, ob das Auto, wie viel Beladung das Auto geplant hat, ob es Festausbauten hat, siehe Hubdach, Zusatztanks oder andere Innenausbauten, die halt einfach permanent im Auto drin sind. Mhm. Und dann kommen halt die Füllvolumen hin. Wie viel Diesel, wie viel Wasser. Mhm.
oder was ich halt noch an Ersatzteilen mitnehme für eine Reise, um halt dann eine optimale Abstimmung von Feder und Dämpfer hinzukriegen. Ja, man kann halt sehr viel drin falsch machen. Also erst einmal eine harte Feder, was die Leute meistens nehmen, damit das Auto nicht durchschlägt, hat einen ganz großen Nachteil. Wenn es nämlich dann doch mal durchschlägt, weil man so einen Fahrfehler hatte, zum Beispiel eine Querrille, eine Wasserausspülung übersehen hat, dann ist diese harte Feder, wird dann zusammengeschlagen und geht katapultiert mit einer enormen Kraft auseinander. Und das kriegt kein Stoßdämpfer, insbesondere nicht die günstigeren Stoßdämpfer, hin, das aufzufangen. Dazu kommt es dann halt, dass mein Auto hinten hochkatapultiert wird, ich häufig seitlich etwas quer lande und den halt sehr schlecht wieder aufgefangen kriege, den Wagen. Das ist der Nachteil an einer harten Feder. Habe ich eine weiche Feder, ist dieser Effekt halt viel weniger, dafür muss aber der Stoßdämpfer viel mehr arbeiten können. Und da sind wir wieder beim Thema guter Stoßdämpfer, schlechter Stoßdämpfer. Okay. Was sind sonst noch so die Probleme, die auftreten können, wenn man sein Fahrzeug zum Beispiel einfach höher legt? Ja, hier haben wir zum Beispiel jetzt einfach mal, wir haben jetzt die Feder nicht rausgebaut, um das nachvollziehen zu können, aber man sieht halt den Längslenker hier, der ist jetzt komplett ausgefedert, also ist der schlechteste Position eigentlich da und hierum dreht es halt jetzt, wenn ich halt drehe, über den Achsschenkelbolzen, diese Achse, die kippt natürlich mit. Ja. Und da gibt es halt die Möglichkeit, dass über den Längslenker eine andere Form von Längslenker zu machen, um dieses runtergekippte wieder aufzufangen. Das heißt, das würde ich in der Lenkung spüren? Damit das halt wieder zurückgedreht wird. Ja. Aber wenn ich das am Längslenker mache, dann habe ich das Problem, dass ich auch den Kardanwelleneingang verdrehe. Das heißt, der ist viel schlechter, was wiederum zu Vibrationen im Kardanwellenbereich führt. Und beim Land Rover bietet es sich halt an, aber da ist auch einer der wenigen Autos, wo man diese Achskugel halt demontieren kann. Diesen Fehler, den man durch die Höherlegung macht, einfach an der Kugel wieder zu justieren. Also das heißt, ich korrigiere das nicht am Längslenker, dadurch erhalte ich den besseren Winkel am Kardangelenk und korrigiere aber das Absenken des Winkels durch eine andere Kugel. Genau, aber wie gesagt, das ist bei Land Rover halt sehr speziell, weil die wechseln können. Bei allen anderen ist das eigentlich verschweißt. Nur beim Defender bietet es sich an, das so zu machen, weil dann habe ich die originale Achsgeometrie, wie Land Rover einmal das Ding konstruiert hat, erhalten und habe nur durch meine Höherlegung den Fehler ausgeglichen. Das ist beim Land Rover optimal, aber schon beim Discovery 2 geht das nicht. Der hat das auch nicht, nur der Defender ist dabei betroffen. Oder halt man zerschneidet die Achse und schweißt neu zusammen, aber das ist dann mehr wieder so meine speziellen Änderungen. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der ein Reisefahrzeug aufzubauen? Was würdest du ihm sagen oder welche Art von Fahrwerk würdest du ihm machen? Ja, also ich würde halt grob, würde ich normalerweise maximal 5 cm höher gehen. Da kriege ich halt die Sachen abgebaut. Das heißt, durch die Beladung verliere ich nicht zu viel an... Genau, und die Federhärte, die bestimmt sich dann halt natürlich an meinem Innenausbau. Fahre ich mit einem leichten Fahrzeug, muss ich einen anderen Federhersteller wählen. Manche Federhersteller haben unterschiedliche Härten, weich, medium, hart. Manche haben nur eine, dann fallen die halt aus. Je nach Einsatzgebiet, da muss man halt einfach gucken. Im Notfall muss man halt eine Feder wickeln lassen, wenn man nicht auf eine Universalfeder zurückgreifen kann. Ist natürlich wieder preislich eine Sache, ob es sich rechnet, weiß nicht. Hat man auf jeden Fall, wenn man es schon macht, dann würde ich auch eine höherwertige Federstahl nehmen, einen blockfesten Federstahl, aber da gibt es auch nur zwei Maschinen in ganz Deutschland, die diese Feder überhaupt wickeln können. Okay. Mit einer normalen Feder aus der Großserie bin ich eigentlich ganz gut bedient. Und da halt so viele Hersteller möglich sind, habe ich halt auch eine große Auswahl. Da ist dann halt die Erfahrung, welche Hersteller, ob ich da dem Hersteller X oder Y dem Kunden empfehle, liegt halt an seinem Einsatzgebiet, an seiner Höhe vom Auto. Die Höhe ist auch noch abhängig davon. Eine Frage ist, wie große Reifen fahre ich? Fahre ich jetzt große Reifen, dann muss ich häufig mein Auto höher legen, damit die großen Reifen im Radkasten Platz haben. Bleibe ich bei der Serienhöhe, brauche ich das Auto nicht unbedingt höher zu legen. Da komme ich teilweise mit der Serienfeder hervorragend zurecht beim Defender. Aber mit den großen Reifen, den 255er, die sehr gängig, sehr beliebt sind auf dem Defender,
Schrabbels hier an den Radläufen, die müssten beigeschnitten werden. Und es gibt halt viele Kleinigkeiten. Da würde ich also bei den großen Reifen eigentlich meistens eine moderate Höherlegung empfehlen. Thema TÜV, Fahrwerk, das muss eingetragen werden? Ja, also beim Fahrwerk muss halt die eingetragen werden. Blödsinnigerweise eigentlich nur die Fahrwerkshöhe interessiert den TÜV. Den interessiert nicht die Federhärte, den interessiert nicht der Stoßdämpfer, der verwendet wird. Der steht zwar da teilweise aus marketingtechnischen Sachen drin. Die Marke des Stoßdämpfers, aber das ist eigentlich irrelevant. Den interessiert eigentlich nur die Fahrzeughöhe, die er einträgt, laut Gutachten. Was natürlich wiederum, wenn das Auto schwer ist, wiederum nicht stimmt. Okay. Also eigentlich ist diese Eintragung von den ganzen Sachen, naja, ich weiß nicht ganz genau, deutsch. Aber man darf natürlich trotzdem nicht übersehen, es hat ja eine sicherheitsrelevante Sache. Nur eigentlich die Tatsache, die geändert wird, muss nicht unbedingt das sein, was es halt ist. Weil wenn ich einen schweren Ausbau habe, habe ich mein Auto nicht 5 cm höher gelegt, wie es im Gutachten steht, sondern steht auf der Originalhöhe.